Hochhackige Schuhe können schön sein, aber die Eitelkeit verdrängt häufig die Sicherheit. Mit Stöckelschuhen und viel zu engen Hosen sitzt man nicht nur unbequem. Die Füße finden auch keinen Halt. Der Rückspiegel wird zum Schminkspiegel. Welche Frau kann das schon widerstehen? Aber wer dann grün sieht, hat kein Verständnis mehr für die weibliche Eitelkeit. Es gibt falsche Verhaltensweisen, die besonders häufig bei Frauen beobachtet werden. Zum Beispiel Nichtbeachten der Vorfahren. Und das leidige Anfahren an einer Steigerung, das endet auch schon mal so. Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. Diese Sorge ist unnötig, sagen Mediziner, wenn der Gurt richtig sitzt. Trotzdem kommt der Bezeichnung typisch Frau Bedeutung zu. Denn es gibt Fahrmanöver, mit denen sie schlechter zurechtkommt als er. Obwohl man gelernt hat, dass man vorwärts nicht in eine enge Parklücke kommt, versuchen Frauen es immer wieder und geben schließlich auf. Das liegt einmal an der zu geringen Kilometerleistung dieser Damen und zum anderen an ihrer Hilflosigkeit gegenüber der Technik. Immer in der Sorge, ihr Auto zu beschädigen, nutzen sie beim Einparken den vollen Lenkradeinschlag nicht aus. Oft bereitet es den Damen große Schwierigkeiten, über ihre rechte Schulter nach hinten zu schauen und gleichzeitig das Lenkrad nach links einzuschlagen. Endlich am Ziel und schon unvorsichtig. Falls Sie den Rückspiegel einmal als Make-up-Spiegel benutzt haben, so vergessen Sie nicht, ihn vor Fahrtantritt wieder richtig einzustellen. Die meisten Frauen haben für die Technik des Autos keine Antenne. Bei Pannen können Sie aber durch Öffnen der Motorhaube anzeigen, dass Sie technische Hilfe brauchen. Dieses Zeichen wird verstanden. Männer fühlen sich oft den Frauen am Steuer gegenüber stark und überlegen. Sehen Sie selbst, wie leicht Sie schwach werden können.